Hallihallo, auch heute möchte ich euch noch mal ein Buch vorstellen. Und zwar ist es ein Buch, was gerade erst erschienen ist und auf das ich so neugierig war, dass ich sofort anfangen musste, es zu lesen. Und zwar ist es The Amateurs, Wer zuletzt stirbt von Sarah Shepard, was im CBT Verlag erschienen ist. Und ja, ich war da einfach wahnsinnig neugierig drauf. Ich habe von der Autorin noch kein Buch gelesen, aber der Klappentext klang einfach so spannend, dass ich es direkt zur Hand nehmen musste, als es bei mir angekommen ist und direkt angefangen habe zu lesen. In diesem Buch geht es um Erin, deren Schwester Helena verschwand, als sie 11 Jahre war. Und kurz darauf hat man dann sogar Helenas Leiche gefunden und herausgefunden, halt, dass sie ermordet wurde. Und 6 Jahre später ist es dann aber so, dass die Polizei den Fall zu den Akten legt, weil man halt nicht genug Hinweise hat und nicht herausfinden kann, ja, was genau geschehen ist. Aber Erin will das nicht einfach so hinnehmen und von daher postet sie einen Hilferuf in einer Internetseite oder in einem Forum, wo halt solche offenen Fälle von, ja, Amateuren im Prinzip diskutiert werden und teilweise auch gelöst werden. Und so kommt es, dass schließlich 3 Personen vor ihrer Haustür stehen, nämlich Maddox, Seneca hieß sie und Brad. Die drei haben ihren Hilferuf auf offener Fall gelesen und möchten sie bei der Lösung unterstützen, mit ihr zusammen herausfinden, was mit ihrer Schwester passiert ist. Erin ist zunächst nicht so begeistert, weil die drei ja genauso alt sind wie sie. Sie hatte irgendwie auf wen Erfahrenen gehofft, auf einen Erwachsenen, der wirklich was ausrichten kann, aber letztendlich ja, stimmt sie dann doch zu, mit den dreien zu ermitteln, weil sie halt auf jeden Fall herausfinden will, was mit Helena passiert ist. Doch umso mehr sie nachforschen, desto schockierender werden auch die Enthüllungen und desto mehr geraten sie auch selbst in Gefahr. So viel zum Inhalt. Es klingt nach einer typischen Sarah Shepard-Geschichte, auch wenn ich von ihr noch nichts gelesen habe. Ich habe Pretty Little Liars geguckt, ich habe The Perfectionists von ihrem Regal stehen und mir den Klappentext natürlich durchgelesen. Und von daher, ja, sie haben alle so den gleichen Charme, die Geschichten auf jeden Fall. Und ich war wirklich sehr, sehr neugierig, weil es klang einfach so wahnsinnig gut. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich gehört habe, dass die Autorin halt immer sehr viele Figuren in ihre Geschichten mit einbringt, sodass man halt durcheinander kommt, sich nicht alles merken kann. Hatte ich ein bisschen Angst vor. Letztendlich fand ich die Menge aber überschaubar. Also es gibt schon viele Personen in diesem Buch, aber ich finde, die Autorin hat es so inszeniert, dass man die wichtigen auch wirklich im Kopf behält und die nicht so wichtigen halt nicht, sodass man dann doch irgendwie recht gut durchsteigen kann. Auch so die Menge der Perspektiven, in der die Geschichte erzählt wird, fand ich gut. Es ist halt nicht nur Erin, die Geschichte erzählt, sondern Maddox, Brett und Seneca haben halt auch ihre Perspektiven. Das wechselt relativ regelmäßig, aber diese Wechsel waren gut gewählt und da sie meistens ja zu viert zusammenhocken, zusammen ermitteln, war es dann halt auch nicht schwer, da irgendwie durchzusteigen. Man kann eigentlich nicht wirklich durcheinander kommen. Ich fand die Geschichte an sich um Helenas Verschwinden, ihren Mord und die Ermittlungen, die 4 dazu angestellt haben, wirklich interessant. Es gab immer wieder so neue Details, die ins Licht gekommen sind, neue Verwicklungen, die das Ganze halt interessant gemacht haben und so, dass das Ganze immer wieder eine andere Richtung einschlug, aber es war trotzdem nicht irgendwie zu verworren, sodass man das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt zu viel oder unrealistisch oder keine Ahnung. Und auch die Auflösung an sich war halt sehr schlüssig. Ich konnte das alles nachvollziehen, was mir halt sehr wichtig war, weil gerade solche Geschichten, wo es mal in die eine und die andere Richtung geht und dann immer wieder neue Fakten auftauchen, gerade da besteht ja die Gefahr, dass die Auflösung dann irgendwie an den Haaren herbeigezogen wirkt oder unrealistisch wirkt. Das war hier aber nicht so. Für mich war das alles schlüssig und ich habe das alles sofort geglaubt. Von daher war ich, was das angeht, auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Die Charaktere fand ich auch sehr sympathisch. Sie haben alle so was Eigenes, was sie mit in die Geschichte einbringen. Und jede von denen hat auch so seine eigene Geschichte. Bei Erin ist es klar, sie hat halt diese Geschichte mit ihrer verschwundenen Schwester, aber auch in ihr steckt mehr, als man anfangs glaubt. Und auch die anderen Charaktere haben halt jeder einzeln ihre eigenen Geschichten in dieses Buch mit einfließen, was ich sehr interessant eigentlich fand, so von den Nebenhandlungen her. Was ich aber sagen muss, ist, dass mir die Verwicklungen der Charaktere untereinander irgendwann zu viel wurden. Die 4 hängen ja die meiste Zeit miteinander rum in dieser Geschichte und irgendwie gab es immer einen, der auf einen anderen sauer war oder mit irgendwem Streit hatte. Es gab da irgendwie so ein ewiges Hin und Her
Und das fand ich dann doch irgendwie zu viel des Guten. Ich fand es schön, dass es Nebenhandlungen gibt, dass die Charaktere alle eine eigene Geschichte haben, um die es sich dreht, dass sich da auch untereinander irgendwelche Sachen entwickeln. Jetzt sind meine Notizen runtergefallen. Ja, aber irgendwie dieses Hin und Her von Streit zur Versöhnung und dann haben die beiden Streit und dann haben plötzlich die beiden Streit und das war mir doch ein bisschen zu viel des Guten. Ich hoffe sehr, ja, dass das in der Fortsetzung nicht mehr so in die Richtung gehen wird, weil da dachte ich mir zwischendurch echt so, ja, komm, jetzt ist gut, jetzt lasst uns mal wieder den Mord aufklären, weil das war mir dann doch einfach ein bisschen zu viel. Ja, obwohl die Verhandlung an sich sehr interessant war, war es doch irgendwie so, dass sie mich die meiste Zeit nicht hundertprozentig mitreißen konnte. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, weil es eigentlich doch spannend war. Es gab auch so Auf und Abs und mal Situationen, die gefährlicher waren und dann wieder ein bisschen was Ruhigeres. Aber irgendwie fehlte so dieser letzte Funke, der mich komplett mitgerissen hätte. Der ist so nicht so übergesprungen. Das kam erst ganz am Ende. Da gab es nochmal eine richtig krasse Wendung, die mich nach dem Lesen auch mit offenem Mund zurückgelassen hat, weil das echt fies war. Da hat es mich wirklich mitgerissen. Aber so bis dahin, ich weiß auch nicht. Irgendwie fehlte mir noch was. Ja, das Ganze ist der Teil einer Reihe. Das Ende ist, der erste Teil einer Reihe. Das Ende ist mega fies. Weil, ja, wie gesagt, dann nochmal so eine krasse Wendung ist, die eigentlich nochmal alles über den Haufen wirft, was in diesem Buch passiert ist. Und ja, das fand ich sehr, sehr fies und führt dazu, dass ich sehr, sehr neugierig auf Teil 2 bin. Ich habe keine Ahnung, wann er erscheint. Im Englischen erscheint er im Sommer. Keine Ahnung, wie lange es dann noch dauert, bis er auf Deutsch erscheint. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Der erste Teil hat von mir insgesamt 4 Sterne bekommen. Ich fand es wirklich sehr gut. Ich habe mir nicht zu viel erhofft, auch wenn dieser letzte Funke halt nicht übergesprungen ist. Und ich bin jetzt sehr neugierig auf weitere Bücher der Autorin. Ich habe, wie gesagt, The Perfectionists, den ersten Teil hier stehen. Und ich glaube, den werde ich auch ganz bald lesen. Ich bin schon am Überlegen, ob ich den im März reinschiebe, weil jetzt habe ich irgendwie Blut geleckt und will noch mehr von Geschichten dieser Art lesen. Und von daher bin ich da sehr neugierig drauf. Ja, so viel zu dem Buch, aber ich fand's toll und bin insgesamt wirklich begeistert und freue mich darauf, ja, dann bald den zweiten Teil irgendwann zu lesen. Ihr dürft mir gerne erzählen, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Kann es mit den anderen Sarah Shepard Büchern, die ich noch nicht kenne, mithalten oder eher nicht? Wie fandet ihr das Buch? Und ansonsten kann ich es euch nur empfehlen, wenn ihr Lust auf eine solche Geschichte habt. Mir hat's wirklich gefallen und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich wünsche euch, welcher Tag ist heute, wenn ihr das seht? Keine Ahnung, ich glaube, es ist Wochenende, von daher wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Einen guten Start dann schon mal in die neue Woche. Ganz viel Spaß beim Lesen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.